Willkommen zurück zu Donkey Kong Jungle Beat. Es geht weiter mit dem Wassermelonenreich, nachdem wir uns im letzten Part das Bananenreich und das Orangenreich angeschaut haben. Wie wir abschneiden werden im Wassermelonenreich, das erfahren wir jetzt. Da sitzt er und es kann auch schon losgehen. Ja, Primatenschleuder. Das ist ein Level, der erinnert mich irgendwie an Donkey Kong Country 2 Rumble Blast, wenn man ja von den Fässern die ganze Zeit nur rumgeschleudert wird, weil irgendwie nicht anders ist es mit diesen Affen. Die mich auch ein bisschen an... Dankeschön. An, der König der Löwen erinnert. Dieser zweite Level, wo man immer nur von Affen rumgeworfen wurde. Kann man schon Parallelen ziehen. Aber mal gucken. Ist gerade ein ganz schönes Kombo, ne? Das zählt immer noch als eine Kombo. Ich sag's nur nochmal dazu. Ah, böse Bienen. So. Überragend. Was eine Stimmung. Samba Samba hier. Nein, und da bin ich abgerutscht. Aber egal, war eine sehr, sehr gute Runde. Weiß gar nicht, wo ich jetzt rauskomme, wo ich hin muss im Endeffekt. Aber egal, irgendwo werden wir schon landen. Nehmen alles mit. Auch hier will ich natürlich die Goldmedaille. Das ist absolut mein Anspruch. Und die Happy Points nehme ich schon mal mit. Ah, die kann man auch alle besiegen, ne? Das zählt auch. Bringt auch Punkte. Bringt alles Punkte, Freunde der Nacht. Gut, nicht perfekt, aber ganz ordentlich würde ich mal schätzen. Das war der erste Level. Als nächstes geht es in die Ödland-Oase. Wir sind gespannt. Eine Steppe oder Wüste. Ah, jetzt habe ich schon den ersten Happy Point. Ja. Dabei war es so simpel irgendwie. Lass die Bananen fallen. Da ist noch einer. Kombos, Kombo-Wumbo. Der Soundtrack ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Donkey Kong bringt immer legendäre Soundtracks. Okay, der ist nicht legendär, aber macht Laune einfach. Das ist einfach ein Spaßspiel und Games sollen auch im Endeffekt Spaß machen. Darum ging es ja ursprünglich, ne? Ja, diese Gegner, die kann man wie Fußball, hätte ich fast gesagt, wie Handbälle. Je nachdem hinschleudern, ob man nach links oder rechts drückt. Oh, 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 ich bin hier oben. Nein, nein, ich bin runtergefallen, das ist noch nicht wahr. Ich muss wieder da hoch. Es gibt keine Möglichkeit mehr, ne? Ah, schade, Marmelade. Ich habe ja schon 800 Points, das ist überragend. Da wäre mehr gegangen. Blümchen! Na, wo wachsen Bananen? Aus Blumen. Genau, liebe Kinder. Das wissen wir alles dank Donkey Kong. So, die Plattform können wir ja auch festigen, wenn wir vorher klatschen. Der hat doch echt einander Klatsche, der Affe. Tschabum. Das Spiel ist ja nicht besonders lang, ne? So viele Königreiche gibt es gar nicht. Also wir haben schon... Ja... Ein Achtel des Spiels. Wenn auch das leichteste, selbstverständlich. Da kann man doch auch irgendwas zaubern. Nein? Ich kann auch... Ne? Stampfattacke geht ja auch irgendwie. Da muss ich mal ein bisschen rumexperimentieren, ehrlich gesagt. So. Weg mit euch! Ah. Bananas! Sag mal, gibt es noch mehr, oder? Ne, das waren die letzten. Habe aber trotzdem 1000. 1000 Beatpoints. Oder wie man möchte. Ja, ich nehme die einen immer als Ball. Falls ihr das seht. Und schlag die auf die nächsten drauf. Eine super gute Kombi. Aber das war's. Ja, warum nicht? Warum nicht? 1100. Hier noch was? Oh ja. Ja, so ein kleiner Mini-Boss. Aber das ist eigentlich eher zum Lernen. Ich zeig das auch mal. Ich glaube, ich kann mal noch so mal rückwärts. Pass auf. Bung. Das sieht aus wie beim Fußball. So ein Rückfallzieher einfach. Hey. Ja, wenn du so komisch wirfst. Wenn du so komisch wirfst. Was wird denn das jetzt? Bam. Palme kaputt. So, da ist auch schon die Wassermelone. Dann fehlt nur noch der Boss gleich. Ah,
sehr schlecht. Geht besser. Wer ist es diesmal? Nach Rasta Kong und dem Vogel da. Avimax oder wie er hieß. Weiß nicht, könnte fast für Platin reichen. Ach ja, Zoffo. Der sucht wohl Zoff. Ja, funktioniert natürlich so ähnlich wie dieser Vor-Mini-Boss eben. Dafür war dieser Vor-Boss ja dafür da. Gucken wir mal. Und Bums! Auf die Hörner und dann ist er verletzbar. Ah, schon ein bisschen einen reingehämmert. Na, Nachtisch gefällig? Also ich schlag nicht immer automatisch in deine Richtung, ne? Muss ich schon alles selbst steuern. Akrophase, bitte. Oh, ich glaube, das verletzt. Zumindest irgendwas hätte ich machen sollen. Das ist einfach so. Okay. Das ist einfach so geil in dem Abenteuer. Donkey Kong ist ein richtiger Terminator. Der basht alles, was ihm in die Quere kommt. Wäre auch mehr gegangen. Können auch hier bleiben, da hüpft er immer weg. Eigentlich sind wir in seinem Reich, ne? Ist halt so. Kann er interpretieren, dass unser Reich das Bananenreich ist? Och, komm schon. Hätte funktionieren können. Ja! Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also ein paar Punkte verloren leider durch den Fatzke. Aber wir sind noch bei 1100. Ich glaube, 1200 braucht's für die ominöse Platin-Plakette. Aber wer weiß, würde mich natürlich freuen. Abrechnung, bitte! Gold ist schon sehr gut, Gold ist schon sehr gut. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Bam! Das feiert er zurecht ab. Gebt uns kein Gold, denn das ist nur Glimmer. Gebt uns auch kein Silber, denn das fänden wir noch schlimmer. Das meine ich, das müsst ihr euch jetzt mal angucken, um das zu verdeutlichen, ja? Er sammelt die Bananen ein, hat 34 Points. Und wenn ihr das stattdessen so einsammelt mit dem Klatscher, bekommt ihr durch die Combo viel mehr Punkte. Und das ist so ein bisschen das, was man machen muss im Abenteuer. Sonst würde man das Spiel ganz anders spielen. Sonst würde ich die Bananen meistens normal einsammeln. Donkey Kong! Das am Rande. Gut, dann gehen wir jetzt ins Apfelreich. Der letzte dieser vier, also die vier gehören zusammen. So, Finsterschlucht. Oh, das sind die Fledermäuse, die konnten irgendwas machen. Aber ich konnte was mit denen machen. Kommt mal her, bitte. Ne? Kein Bock? Kann ich betäuben? Mal sehen. Vielleicht sehen wir das ja noch. Ups! Ah! Ja, hab ich so viel verloren? Was? Echt jetzt? Schwer abzuschätzen. Also, wenn ich euch einen Tipp geben darf, versucht euch nicht treffen zu lassen. Was ein Tipp, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Pilze. Das war so ein bisschen der Rückwärtssprung, aber den... Ja, seht ihr, habe ich jetzt blöd eingesammelt. Happy Points, Happy Points. Aber da unten sind noch... Nein, lass mich mal. Lass es mir doch nicht entgehen hier. Alle ran. Naja, und so Nachzügler halt. Gibt ja ein bisschen was. Kleinvieh macht auch Mist. Sollte man nie unterschätzen. Go, go! Das ist etwas, was ich an dem Spiel mag. Diese eigene Atmosphäre. So. Und da haben wir einen komischen Gegner. Armadillo. Ah, mit dem... Bums? Bums? Pum! Nicer Bursche, ey. Nicer Bursche. Wollt gucken, ob da links noch was... Nee, da ist gar nichts. Okay. Ja, bisher sieht die Ausbeute so mager aus. Hier ist noch was zu finden, aber trotzdem...
Weil ich mich hab treffen lassen? Nee, da hatte ich noch nicht so viel. So, lass mich mal ein bisschen schmacken hier. Läuft. Mal sehen, vielleicht bringt die Frosthöhle ja mehr. Sieht auf jeden Fall grafisch sehr ansprechend aus. Ah! Ja, so hätte ich die alle erledigen können. Wir rutschen hier ganz schön. So festhalten darf. Happy Points! Seid glücklich, Affe. Ah, kann man eigentlich klatschen, was das Zeug hält, ne? Im Endeffekt. Und schupp. Gefällt mir auch optisch sehr gut. Also eure Meinung zum Spiel bisher? Gerade die Leute, die es noch nicht kannten. Ne, ich will die Gegner mitnehmen. Das ist ein bisschen blöd, weil man könnte es flüssiger gestalten. Da unten ist was. Total die Kombos versaut. Aber das schlagen uns ja immer noch gut, ne? Sehr gut eigentlich. Im Magen der Schlange. Oh, dich kennen wir doch. Ja, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen... Kikeriki? Nicht so ganz. Da ist nichts. Da hätte ich was versteckt, also. Banana, Banana, Banana! Mhm. Ganz ordentlich. Also 800 sollte man immer haben für die Goldmedaille. Was ist denn hier los? Alter. Jups. Und da ist unser Freund und Kupferstecher wieder. Ja, pass auf. Diesmal ist es kein Weitsprung, sondern so ein Parcours quasi. Durchhalten. Ah! Ich glaube, die Abgründe werden immer größer. Das darf nicht wahr sein. Wie viel? Ich kann noch mal jetzt ein paar... Ja, okay. Sorry. War noch nicht drauf gerechnet. Ich dachte schon. Ja, also 800 will ich haben. Das ist mein Must-Have. Aber jetzt geht's gegen den Bombofant. Bombofant. Das ist eher eine Maschine, ne? Er kann uns nämlich feuern. Ganz schön einheizen kann der Bursche. Aber was wir auch können, sind diese explosiven Ananas nehmen. Mit dem Gesicht drauf. Die explodieren auch nach einer Zeit. Die können wir werfen, durchklatschen. Aber nicht so. Es hat ihn zwar auch verletzt, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern... Ah, jetzt ist abgeprallt. Halt, wenn er saugt. Ich weiß nicht, warum er eigentlich saugt, aber egal. You suck, man. Der saugt halt so ein und das, da muss er die explosive Ananas einsaugen. Moment, haben wir gleich. Och Mensch, wo hast denn dein Rüssel, ey? Donkey Kong wirft doch viel höher, als ich immer vermute. Jetzt so ungefähr. Wumm. Das tut ihm weh, aber vor allen Dingen können wir ihn jetzt noch mehr bewerfen. Einfach immer los. Und alles hängt an seinem Herzen. Ja, das müssen wir ein paar Mal machen. Und so äußert sich dieser Bosskampf. Also ich finde, man hat sich bei den Bosskämpfen schon kreative Sachen einfallen lassen. Dafür, dass man eigentlich nur Bongos hat, ist das Spiel generell sehr kreativ. Was ist denn jetzt dein Problem? Jetzt machst du jetzt so weit oben, ja? Ha! Hätte reichen können. Ah, okay. Los! Geht. Passt schon. Aber das Herz erscheint immer einfach nur hier stehen bleiben. Keine Faxen machen. Werfen.
Damit haben wir ihn so gut wie. Aber zum ersten Mal keine 1000 Punkte. Was ja eigentlich echt überragend ist. So, jetzt kriegst du auch nochmal volle Breitseite. Wenn ich... So. Locker flockig von der Hüfte. Der Bombo fand Bomben. Man muss sie gut gebrauchen können, die Bomben. Ja, null Schaden. Absolut. Gut, dann hole ich jetzt noch mein Goldwappen ab. Wobei jedes Wappen zählt, ne? Bronze und Silber genauso. Das ist hier das wunderschöne Feine an der Sache. Jawolski. Kannst du mal sehen. Jetzt öffnen sich die neuen Welten, damit ihr das so ein bisschen seht, wie das Menü gestrickt ist. Ihr seht da unten ein D-Fass und jetzt kommt ein K-Fass. DK. Das zählt als neue Welt, in dem es vier verschiedene Reiche gibt. Manche Welten wurden noch nie betreten, um diese zu erkunden, musst du die angegebene Menge Wappen in deinen Besitz bringen. Ja, und wenn ihr euch jetzt schlecht anstellt und nur Bronze habt oder sogar nicht mal Bronze, dann wird es auch schwer, das aufzukriegen. Aber wir haben immer genug und öffnen jetzt schon alle Reiche der zweiten Welt, der K-Welt. Also erst D-Welt, dann K-Welt. Da Trauben. Und später kommen dann noch J und B. Einfach die Initialen dieses Spiels. Donkey Kong Jungle Beat. DK, JB. Und dann noch ein kleines Finale und das war's auch schon. Also genießen wir dieses Game. Im nächsten Part geht's weiter mit Erdbeere und Ananas. Werden wir das gut schaffen. Ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.